Hey Leute, heute machen wir was richtig Cooles, wo ich jetzt schon seit einigen Wochen drauf warte, dass wir das filmen. Und zwar war ich ja richtig viel krank in letzter Zeit. Und normalerweise finde ich im Alltag wenig Zeit, Serien und Filme zu schauen. Aber wenn ich krank bin, was soll man machen, wenn man 2 Wochen im Bett liegt? Auf jeden Fall habe ich Ginny in Georgia geguckt. Auf jeden Fall habe ich Ginny in Georgia... Georgia... Auf jeden Fall habe ich Ginny and Georgia geguckt. Eine Netflix-Serie, wo ich dachte, es wäre nur ein langweiliges Teenie-Drama, aber nein, es war viel mehr. Und ich warte gespannt auf die nächste Staffel. Oh mein Gott, ich liebe Max. Ich finde sie so süß, so heiß. Vielleicht der Charakter ein bisschen nervig, aber sie, die Schauspielerin Sarah Wise heißt sie, glaube ich. Wunderschöne Frau. Und zugleich dachte ich mir so, hey lol, warte mal, die sieht aus wie ich. Und das ist ein bisschen weit hergegriffen. Ihr seht bestimmt hier gerade Fotos von ihr. Man kann sagen, nee, Sena überhaupt nicht. Aber ich finde vor allem durch die lockigen, beziehungsweise sehr welliger, dunkle Haare und so ein bisschen vom Gesicht her fand ich schon... Vom Typ her ist sie wie ich, sagen wir es so. Und ich hatte richtig Lust, deswegen mich wie sie zu schminken, weil das Make-up, was sie trägt, ist 0%, was ich im Alltag trage. Und jetzt bin ich richtig gespannt, ob mir das vielleicht steht. Wenn euch also auch interessiert, wie das Make-up von Maxine funktioniert oder ihr einfach mal ein Make-up-Video sehen wollt, dann bleibt dran. Ich würde mich über einen Daumen hoch für den Algorithmus freuen und let's go. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gesehen habt, aber ich habe extra, ich trage hier mal einen Mittelscheitel, ich habe extra meine Haare zur Seite gemacht. Mein Scheitel ist gerade hier und ich habe extra so Klammern, weil sie auch auf den meisten Fotos Klammern drauf hat. Ja, I tried. Übrigens seht ihr da meinen Wäschestuhl. Und ich weiß, ihr habt alle einen Wäschestuhl. Und ich habe noch keinen besseren Platz gefunden, wo er nicht im Hintergrund ist. Deswegen seht ihr da Wäsche. Naja, wenn ich mir die Fotos anschaue, ist das Markanteste sowieso, das war, glaube ich, allen bewusst, der schwarze Kajal. Aber sie trägt nicht immer in jeder Szene den Kajal gleich. Deswegen werde ich mal schauen, wie ich da heute mit umgehe. Aber sie trägt manchmal wirklich einfach nur gefühlt einen Strich ums Auge. Manchmal trägt sie was auf der Wasserlinie, manchmal nicht. Ihr Gesichts-Make-up ist aber da hingegen immer gleich. Und auch ihr Lippen-Make-up ist sehr, sehr ähnlich. Fangen wir mal mit der Haut an. Sie hat keine besonders glowy Haut, sondern ihre Haut sieht eher so, als hätte sie einfach ein Make-up, was sie sich morgens raufklatscht und... That's it. Ich habe von heute früh noch Tagespflege drauf, aber ich werde jetzt einmal so ein bisschen hydrieren, ein bisschen von diesem Spray heraufsprühen, weil ich jetzt auch keinen Primer auftrage, weil ich erstens nicht glaube, dass Max morgens Primer auftragen würde. Und abgesehen davon, es gibt gerade für mich keinen Grund. Ich brauche weder weniger Poren noch Glow. Jetzt nervt mich der Stuhl schon so ein bisschen da. Aber wenn ich so mache, dann ist die Belichtung ein bisschen schlechter. Aber eigentlich geht's, oder? Aber nee, dann sitze ich doof. Sorry Leute, schreibt mir gerne, was ihr von dem Stuhl denkt. Ob das so schlimm ist, wie ich gerade denke oder nicht. Sorry, heute ist meine Anxiety ziemlich hoch, deswegen snacke ich die ganze Zeit Dinge. Und das ist mein 4. Kaffee oder so. Und nein, kein Kaffee trinken macht die Anxiety nicht besser. Tatsächlich hilft mir Kaffee trinken. Deswegen, wenn ich ein bisschen nervös wirke. It's the Anxiety. 3 Minuten im Video und wir haben noch nicht angefangen. Toll, oder? Für die Base trage ich das Sephora 10 Hour Wear Perfection Foundation in der Farbe 14 Clair Light. Die kann man online noch bestellen, habe ich letztens geguckt. Im Sephora selbst wird die nicht mehr verkauft, aber online. Und ich habe die ja gerade in meiner Monthly Rotation für März und ich habe richtig viel schon davon benutzt. Ich bin irgendwie richtig proud. Ich verwende einfach einen Pumpstoß, der ist meistens so... Bisschen zu viel, aber it's comfortable. Und ich trage jetzt erstmal die Foundation mit dem Pinsel auf, weil tatsächlich finde ich, dass ihre Foundation, wie sie aussieht, von der Deckkraft und der Farbe und so weiter, sehr, sehr ähnlich zu dem ist, was ich derzeit täglich trage. Deswegen mache ich das, wie ich es täglich gerade tue. Ich nehme die Foundation, trage sie langsam so auf und gehe am Ende mit einem Schwamm rüber. Ich hoffe, ihr seht, sie gleicht halt wirklich gut die Imperfektion aus, aber zugleich hat sie nicht 100% der Kraft. So, ich habe jetzt ungefähr überall die Foundation aufgegeben und ich habe noch ein bisschen was auf meiner Hand. Dann nehme ich meistens den Schwamm und gehe da einfach rein und gehe nochmal über meine Wangen, weil ich bei den Wangen die meisten Verfärbungen und so weiter habe durch meine Pickelnarben. Und ich gehe mit dem Schwamm jetzt über alles nochmal drüber. Habt ihr Ginny in Georgia geguckt? Ich hatte das auf Instagram gepostet, dass ich das geguckt habe. Da meinte auch eine Freundin von mir so, hey, ich habe das auch gesehen und ich finde die Serie auch voll gut. Ich hätte nicht gedacht, dass sie mir so gut gefällt, wie sie es getan hat. Aber ich muss sagen, sie war für mich auch ein bisschen triggernd, weil immer, wenn ich Serien schaue, die irgendwas mit der Psyche und so weiter zu tun haben, ich muss gestehen, dass alle Fotos, wenn man Maxine googelt, nicht so gut von der Qualität sind. Wenn ich jetzt in die Serie gehen würde, gäbe es halt 1010. Ich gucke gerade wegen Concealer, ob sie da was trägt und ich denke, sie trägt Concealer, aber ich kann nicht ganz sagen, ob es jetzt eine mittlere Coverage ist, leicht oder full. Das kann ich von den Fotos aus nicht sagen. Deswegen gehe ich jetzt einfach mit was rein, wo ich Lust gerade drauf habe. Das wäre in meinem Fall jetzt erstmal der Bourjois Always Fabulous Concealer in der Farbe 200 Vanilla. Ich glaube, der ist derzeit etwas zu dunkel. Ja, das ist eher meine Sommerfarbe, aber dann wird das
mit dem peachigen Ton gut die dunklen Schatten korrigieren. Und ich blende das einfach mit dem Schwamm aus, damit es das natürlichste Finish hat. Und was ich mache, was ich auch im Alltag mache, ich versuche diesen Part, also das hier, ein wenig auszulassen. Ich achte jetzt nicht akribischer drauf, aber ich gehe auf jeden Fall nicht extra mit dem Schwamm direkt unter meine Wimpern, weil dann bleibt dieser Schatten vom Auge da und die Augen wirken etwas größer. Vor allem übrigens, ich glaube, das ist das erste Video, wo ihr jetzt so richtig den Hintergrund im Ganzen seht. Das Einzige, was noch fehlt, ist diese Wand, wo noch Deko ran muss. Aber wie findet ihr das? Ich weiß nicht, ob ihr den Unterschied seht, aber jetzt ist da ein Bett und mein Schrank und so. Sagt mir gerne mal, wie ihr es findet. Der Concealer sieht auf jeden Fall gut aus, aber wenn ich mich jetzt so anschaue, finde ich schon, dass Maxine weniger Augenschatten hat. Deswegen gehe ich jetzt noch mit dem Miss Sporty Perfect to Last Camouflage in der Farbe 30 Light ein bisschen rein, um diesen Part hier etwas aufzuhellen und auch noch ein wenig zu korrigieren. Mir fällt gerade auf, dass ich im Gesicht, glaube ich, auch noch mal ein bisschen reingehen wollen würde. Ich weiß nicht, ob das mit dem Bourjois jetzt viel zu dunkel ist. Wir werden es sehen. So, ich habe jetzt noch ein bisschen mit Concealer herumgespielt und bin doch noch auf Netflix in die Serie gegangen, um nochmal einen besseren Eindruck zu kriegen. Und jetzt denke ich mir so, ich hätte doch mehr Full Coverage gehen können. Aber ist nicht so schlimm. Mir fällt auf jeden Fall auf, dass sie meistens keinen Blush, keinen Bronzer trägt oder wenn sehr, sehr dezent. Wir werden erstmal abpudern und das gut, weil, wie gesagt, sie hat gar keinen Glow in ihrem Gesicht. Dafür nehme ich das River Loves Me Holy Grails Puder und dann bake ich tatsächlich einfach damit. Oder probiere es, weil aus diesem Puder nicht so viel auf einmal kommt. Und ich habe ganz wenig Concealer hier oben drauf gegeben und ich werde jetzt auf jeden Fall auf das Auge setten. Dann nehme ich mir einen fluffigen Pinsel und gehe auch nochmal in das Puder rein, um dann mein köstliches Gesicht zu setten. Warte. Planänderung. Ich gehe stattdessen mit einer Puderfoundation, die relativ hell ist, rein. Das ist von L'Oreal, die Indefectible. Ich glaube, die wurden umbenannt zu Infallible. 24-Hour Make-up und Puder. Auf jeden Fall gehe ich da rein, weil die hat nochmal extra Deckkraft. Und weil ich ja gerade meinte, ich hätte mit Deckkraft reingehen können, ist das, glaube ich, eine ganz gute Option. Great. Meine Haut fühlt sich trocken an. Aber to be honest, sie sieht ziemlich gut aus. Auch vom Nahen. Damit ihr hoffentlich einen Eindruck von der Haut kriegt. Sie sieht ziemlich gut aus. Weil sich meine Haut aber trotzdem etwas trocken anfühlt, gehe ich nochmal mit dem Spray rein. Weil das gibt keinen Glow oder sowas, sondern es hydriert einfach nur. Ich glaube, als nächstes kümmern wir uns um die Augenbrauen, die wirklich in jeder Szene, in allem, was ich gesehen habe, meistens sehr, sehr natürlich sind. Manchmal sind sie gar nicht geschminkt. In anderen Szenen sind sie, finde ich, etwas heller geschminkt. Also ihre Haare sind auch ein, zwei Nuancen heller als meine. Aber ich finde, ihre Augenbrauen wirken nochmal noch heller. Ich habe einen Augenbrauenstift in Blond. Ich weiß nicht, ob man den auf meinen Augenbrauen sieht. Wir können mal schauen. Das ist von Huda Beauty, der Bomb Brows in der Farbe 2 Blond. Ich gehe auf jeden Fall erstmal mit dem Spoolie durch die Augenbrauen. Ich glaube, ein Augenbrauenpuder wäre auch richtig gut für den Look, den sie hat, weil sie halt, wie gesagt, sehr natürliche Augenbrauen hat. Aber ich möchte vor allem vorne einmal schauen, ob man einzelne Haare machen könnte. Klappt auf jeden Fall ein bisschen, ist aber zu kühl und zu wenig für das, was wir brauchen. Und sie hat auch etwas dünnere Augenbrauen als ich. Deswegen werde ich es jetzt nicht besonders bushy machen. Guck mal kurz in meinen Lidschatten, ob ich einen Lidschatten finde, der von der Farbe her zu ihrer Augenbrauenfarbe passt. Okay, ich habe hier die Revolution Creator Revolution Palette. Und ich habe gerade erst mit der Farbe Swim geguckt, aber die ist viel zu warm. Deswegen gehe ich jetzt mit dieser kühlen Farbe hier, Views, ein bisschen durch die Augenbrauen, vor allem durch meine Ecken. Alles andere eigentlich ist mir ziemlich egal, aber die Ecken sollen ein bisschen was haben. So ist gut, schätze ich. Meine Augenbrauen sind immer noch bushier als ihre, aber ich wollte jetzt nicht runterkleben. Damit die Augenbrauen aber generell wärmer sind, nehme ich jetzt noch von Anastasia Beverly Hills das Tipbrow Augen Pomade in Chocolate, weil das ist relativ warm. Ich gehe damit jetzt nur leicht durch, damit die Augenbrauen eben den Tint kriegen. That's my eyebrows! Alter, liegt das gerade am Licht oder liegt das an meinen Augen? Es sieht gerade richtig weiß und schwarz aus. Okay. Ich überlege immer noch, ob ich was auf die Wangen geben soll. Maybe was ganz Leichtes? Okay, manchmal hat sie einen ganz, ganz leichten Peachy Blush. Daher nehme ich jetzt aus dieser Palette hier diesen Peach-Ton, weil der relativ leicht ist und ich nehme auch extra noch einen fluffigen Pinsel, damit wirklich nicht zu viel auf den Pinsel kommt, weil sie, wie gesagt, meistens gar nicht oder was ganz, ganz Leichtes trägt. Das ist übrigens die Palette von Zeta. Die habe ich in meinem Testing Spanish Make-up Video getestet und ich gehe da wirklich relativ auch weitflächig, auch eher so ein bisschen mehr in die Bronzer-Richtung, weil sie, wie gesagt, sonst gar nichts trägt. Und ich glaube, das ist schon genug Produkt. Ah, ich bin mehr Blush. Ich glaube, wir machen jetzt die Augen. Unsere Hauptwaffe hier ist ein schwarzer Kajal. Dafür nehme ich den... Hey, hallo.
Dafür nehme ich diesen hier von Made by Mitchell in der Farbe Black Track. Und ich gucke mir immer noch die ganzen Fotos an und überlege, wie ich das machen möchte. Also sie trägt kein Wing, sie macht wirklich einfach nur gefühlt einmal ums Auge. Und sie geht halt auch damit wirklich, manchmal geht sie nur bis hier, manchmal geht sie wirklich nach innen. Weiß nicht, ob das jetzt was wird. Ich benutze fast nie schwarzen Kajal, außer zum Tightline. Ich gehe damit jetzt erstmal relativ dünn ums ganze Auge. Manchmal ist es ausgeblendet, manchmal nicht. Es ist halt wirklich extrem unterschiedlich, was aber ja auch nicht unrealistisch ist, dass man nicht jeden Tag den gleichen Look trägt. Ich gehe dann ganz leicht mit einem Pinsel darüber, dass es so ein bisschen ausgeblendet ist. Okay, wisst ihr was? Ich probiere es einfach ums ganze Auge. Ich mache das jetzt. Das wird schon. Vielleicht wird das auch nicht. Und dann ist das auch okay. Trust the process, right? Oh mein Gott. Das hier drin zu verblenden, ist ja auch ein Krampf. Ich weiß nicht so ganz, Leute. Ich werde noch ein bisschen mehr hier oben drauf geben. Ich fühle mich ein bisschen wie 2000er Emo. Ich mache mal das gleiche auf der anderen Seite und dann entscheiden wir, ob wir was auf die Wasserlinie geben. Ich fühle mich ein bisschen wie in den 60ern. Ich bin mir sicher, dass das daran liegt, dass sie oft oben weniger schwarz hatte als ich gerade. Aber manchmal hatte sie das halt auch so. Ich rede es mir gut. Ich gebe auf jeden Fall was auf die Wasserlinie, weil auch wenn ich das süß finde und ich das Gefühl habe, es macht meine Augen größer, finde ich, geht das gerade nicht ohne Wasserlinie. Deswegen gehe ich einfach mit dem schwarzen Kajal auch hier rauf. Und das hat meine Augen total verkleinert. Ich tightline übrigens auch. Also ich glaube, mit weniger Schwarz oben würde das klappen. Und ich dachte, mir würde es weniger gefallen, kein Wing zu haben. Aber irgendwie finde ich es doch ganz süß. Die sind auch nicht perfekt gleich, die Augen, aber... That's alright. Ich bin mir so unsicher, ob ich es verkackt habe. Auf diesem Foto beispielsweise hat sie halt wirklich überall schwarzen Kajal und man kann halt nicht oben sehen, weil sie ein Schlupflid hat, was es sehr, sehr viel schwieriger macht, das einzuschätzen. Dann habe ich aber auch halt dieses Foto hier, wo sie offensichtlich nicht so viel innen hat, wie ich gerade. Und dann gibt es auch Fotos, wo sie gefühlt fast gar kein Kajal trägt. Ich überlege gerade, ob ich es abnehmen soll, weil ihr Hauptunterschied ist, dass sie nicht so viel Schwarz oben hat. Nein, Sena, du lässt es drauf. Mach es einfach. Sie hat auf jeden Fall nicht so extreme Wimpern wie ich, wenn ich sie extrem tusche. Deswegen nehme ich eine eher natürliche Mascara für mich. Das ist die Too Faced Better Than Sex. Übrigens habe ich mich ausgezogen, weil mir so warm wurde durch diese Applikation. Und das hat jetzt für mich hauptsächlich den Sinn, dass meine Wimpern halt nicht mehr grau von dieser Puderschicht dazwischen ist, sondern eben schwarz. Aber ich glaube, dass mit krassen Wimpern das jetzt echt gut aussehen könnte. Allein das, finde ich, macht schon einen großen Unterschied. Ich trage halt eigentlich fast nie so schwarzen Kajal, weil ich meistens dann auch Lidschatten trage und es mir dann oft zu viel und zu künstlich wirkt. Und ich habe, ich weiß nicht, ob ich jemals in den letzten Jahren einfach nur schwarzen Kajal getragen habe. Aber ich habe das Gefühl, das ist ein Look. Ich finde, man könnte jetzt noch so Glitzer oben drauf geben, was aber eigentlich durchsichtig ist. Und ich meine, ich fühle mich halt wirklich wie so ein bisschen in den 90ern oder Anfang 2000er. Ihre Lippen trägt sie sehr, sehr ähnlich wie ich jeden Tag. Und zwar so einen rosy, rot, ausgeblurrt. Deswegen nehme ich erstmal eine Lip Liner. Das ist von Kiko aus der Powerful Love LA, die 02. Der macht eine ganz gute Lippenkontur. Und sie hat auf jeden Fall etwas voluminösere Lippen als ich und auch eine ganz andere Lippenform. Deswegen versuchen wir das jetzt so ein bisschen zu imitieren. Deswegen gehe ich jetzt auch hier wirklich unter die Lippe. So. Und ich blende den Lip Liner aus, damit der nicht so hart aussieht, weil, wie gesagt, blurred Lip Look, ne? So. Habt ihr auch gerade über den Flashback zu den 90ern, so 90er Supermodel? Jetzt mit so einem hellen Nude. Da kann mich selbst mein Kaffee nicht mehr retten. Einer meiner Favorite Lipsticks, Kiko Charming Escape LE. Ich weiß nicht, ob es den noch gibt. Wenn man den nicht mehr finden würde, zeige ich euch gleich eine Alternative von Kiko. Der ist auf jeden Fall richtig schön sheer, aber matt, weil sie trägt immer matte Lippen. Das ist wirklich perfekt für den Look. Ich finde, das ist ihre Farbe. Stimmt, ihr ganzer Make-up-Look ist eigentlich so angelehnt an so ein bisschen Anfang 2000er, 90er so. Sie hat auf jeden Fall unten eine breitere Lippe und eigentlich übermale ich eher in der Mitte. Aber ich gehe jetzt auch etwas hier außen lang. Das gibt mir richtige Maxine-Vibes. Ich weiß nicht, ob es den Lippenstift noch gibt, deswegen zeige ich euch eine Alternative. Also das ist der geswatcht. Und dieser hier, das ist einer der Powder Power Lipsticks in der Farbe 08. Das hier war 03. Ist eine andere Farbe, aber ist sehr, sehr ähnlich. Das ist der hier. Er ist ein bisschen pinker, wie ihr seht hoffentlich. Oder auch ein bisschen röter, finde ich. Aber ich trage den auch richtig gerne und beide fühlen sich extrem ähnlich von der Textur an. Ich habe das Gefühl, irgendwas fehlt mir noch, aber ich fühle mich schon
sehr wie Maxine. Ich glaube tatsächlich, mir fehlt einfach nur ein bisschen ein farbiges Outfit. Ich ziehe mich mal ganz kurz um, weil ein beiges Top ist nicht ihr Style. Und mache meine Haare auch noch minimal anders. Und dann schauen wir mal, ob ich Ähnlichkeit zu Maxine habe. Eine Sekunde. Excuse me, Maxine who? Sehe nur ich das? Also ich gebe euch hier nochmal Reference-Bilder, ne? Sie versus ich. Und ich finde dieses Oberteil passt richtig gut dazu. Ich hatte nicht so viel bunte Haarschmuck, deswegen habe ich jetzt doch die Haarklammern nur ein bisschen rearranged. Actually, ich finde wirklich, dass ich sehr, sehr, sehr ähnlich gerade aussehe. Aber excuse moi, I look like freaking her. Und sie guckt immer so schmollippig so. Ich habe den buntesten Schmuck, den ich gefunden habe, genommen. Ich bin richtig verblüfft. Einfach Maxine Hu. Falls ihr irgendwelche anderen Figuren, Promis oder sonst was habt, wo ihr euch so denkt, ey Sena, bitte schminkt die nach, macht die nach, schreibt mir unbedingt das rein, egal ob sie mir ähnlich aussehen oder nicht. Ich finde das irgendwie voll cool. Und ihr könnt mir auch gerne schreiben, ob ihr so denkt, nein, Sena, du siehst kein bisschen aus wie sie. Würde mich auch interessieren, ob nur ich das sehe oder ihr auch. Ich finde es krass. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch auf jeden Fall freuen. Ich wollte gerade sagen, verlinkt Sarah Wise, aber ich bezweifle, dass das auf YouTube geht. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag und bis nächste Woche. Ciao!